So, Leute. Was geht, was geht? Hallo aus dem Krankenlager. Wir sind gerade alle krank. Kane geht's besser, mir geht's heute ein bisschen schlechter. Kane ist aber immer noch ein bisschen angeschlagen. Kane ich bin auch immer noch ein bisschen angeschlagen. Also nichts mit Krankenlager und hier, da, uns geht's nicht gut. Wir sind alle irgendwie ein bisschen krank. Erstmal war ich krank, danach ist Kane direkt. Und jetzt ist Daisy und Clara fängt auch langsam an mit Husten, aber genau. Wir hoffen, dass sie das nächste umhaut wie uns. Nichtsdestotrotz haben wir uns jetzt aufgerappelt und stehen gerade vor dem Hotel, denn wir müssen jetzt noch mal Bleibe suchen für Mutter und Sohn. Und der kleine Mann sitzt tatsächlich sogar hier. Guck mal, er redet sogar. Mama, gerade gesehen. Wow. Guck mal. Er kennt uns gar nicht. Nee. Eigentlich bräuchte der Junge neue Sachen. Ne? Die Mutter würde ihn uns niemals geben. Aber nichtsdestotrotz, wir helfen dir ja, das ist das Wichtigste. Wenn die irgendwie eine Unterkunft haben, dann ist Kleidung das kleinste Problem. Genau, das größte erledigt. Wir gehen jetzt rein und schauen mal, was da so abgeht. Und dann geht's auf die Suche nach einer Bleibe. Ach, warte mal, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Tage haben wir jetzt? Ich glaube, 2 Tage haben wir nicht bezahlt. Ja, aber ist ja auch nicht schlimm. Die wissen ja, die sind ja da, ne? Die hauen ja auch nicht ab, haben wir ja irgendwie festgelegt. Genau. Wir haben ja ab und zu mit den Zeiten gespielt, sind ab und zu sehr spät gekommen, früh gekommen und dann sind wir einmal sogar gar nicht mehr gekommen. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach einer Bleibe und nehmen euch mit und dann mal gucken, was heute rauskommt. Ja. Warum lässt sie sich auch hier so spielen? Das ist voll gefährlich. Wo ist Mami? Voll gefährlich dann nur, vor Schule bleibe ich halt. Und hier, er chillt direkt an der Straße. Okay, was ist denn jetzt? Also wir gucken jetzt. Ja, du musst jetzt die Frau da finden, ne? Das ist unsere Best Friend. Best Friends from Blue Diamond Hotel. Sie arbeitet hier. Aber sie hat uns gesagt, so, sie hat so, weißt du, Ermittlungs-, keine Ahnung, ne? Mal. Sie hat jemanden, der eine Bleibe hätte. Eine Bleibe hätte oder vermitteln kann. Patsch, mal um mal Fred. So, Kane spielt jetzt hier mit dem kleinen Mann. Er geht auf. Er geht auf. Kane spielt, ja? Ja, er ist geschubst. Ja. Ihr spielt, ne? Ja. Hast du ihn gefangen? Ja. Spielt ihr oder was? Ja. Mhm. Cool. Oha, Kina, mach nicht so. Wir hatten so. Oha, Kina, chill mal. Kina, ich wollte nicht mal. Oh, was macht Kina mit mir? Oha, Kina, so machst du. So machst du, Kina. Seid ihr jetzt am Fegen alle? Kate und Kina hier auch. Guck mal. Kina, was machst du da? Komm hier. Wow. Wir warten immer noch hier auf den Ermittler, der uns irgendwie eine Wohnung zeigen möchte. Man wartet hier immer so lange. 10 Minuten ist ja eine Stunde. Warum brauchen die so lange? Keine Ahnung, das wird auch langweilig. Ja, ich habe auch keine Lust mehr. Ey. Angeblich ist er Ermittler für Wohnungen und bla und dies hast du nicht gesehen. Kannst du mal aufhören, das ist echt eklig. Ja? Ey. Und die Frau meinte, sie hat 25 CDs gezahlt, weil sie ja schon mit denen auch Besichtigung war. Und wir müssen ihr die 25. Mit der Mutter und dem Sohn? Ja, mit Mutter und Sohn waren die schon angeblich, weiß ich nicht. Und wir müssen ihr aber das Geld zurückgeben. Aber weißt du, ich finde das mal witzig, weil ich habe schon gewusst, was kommt, weißt du? What's wrong? What's wrong with the time? Agent, where is the agent? He's coming with our points. Ja, what kind of. Like, 30 minutes ago. Wow, ey. Und was macht ihr jetzt hier? Hä? Bist am Fegen hier, oder was? Kinder, du auch? Wow, ihr macht die sauber. Ihr seid gute Kinder. Fleißige Kinder, ey. Ihr seid echt fleißig. Und du bist jetzt glücklich? Hä? Kannst du jetzt reden? Kannst du reden? Hä? Ja. Er macht, als würde er Deutsch verstehen. Okay, die Agent, Mama. Da ist dieser Agent, er ist echt ein Opa, deswegen hat er so lange gebraucht. Er ist da, ne? Sieht aus wie ein Agent-Typ.
Let's go. Hallo. 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 Busy. Das ist ja da. Fine. Mhm. Safe. Nice. Und Jemko. Ja, bei Jemko. Okay. See you later, ja? Ist eine Mucke, oder? Mucke, oder? Ich hab jetzt mal Hotel. Und sie haben ja das ist ja safe. Das ist ja auch Mama mehr Trade. Also, sie schiebt jetzt mal, sie schwindet nicht oder so, sie möchte nicht los. Okay, sie, was sollen wir jetzt machen? Jetzt ist es ja, das ist ja. Ja, was soll ich jetzt sagen? Wir lassen dann das komplett. Was ja, voll komisch, auf einmal, wie sie nicht mitkommen. Sie schwindelig, sie kann nicht mit und so. Ja, wenn wir aber jetzt was finden, dann müssen wir sie wieder hier abholen oder wie? Das macht keinen Sinn, sie muss mitkommen. Weil sie muss ja mit dem Sohn was finden. Dann müssen sie jetzt unter die Wahl stellen, da sie kommen mit oder wir gehen und kommen auch mit wieder. Ja, okay, dann machen wir das so ganz einfach. Ganz einfach. Jetzt, welche Schäden, Mann? Was ist? Welche Schäden, dein Mann? Madame, Aber ich kann die auch verstehen, die haben auch recht, oder? Nee, ich erzähle dir das gleich einfach, weil... Sie hat ihr getan, sagt sie. Ja. Na, ihr da sind wir raus. Weißt du, da können wir Geld geben. Und dann sind wir raus, weil da können wir nicht mehr machen. Dann soll ich das mit ihnen abklären, weißt du? Ja, jetzt klärt er das jetzt ab mit ihr und dann soll er das mit ihr abmachen, weil wir können das nicht machen, weil jetzt fühlen wir uns auch irgendwo verarscht. Wenn man mir so kommt, sorry, aber da habe ich keinen Verstand. Ich auch nicht. Jede Frau hat ihre Tage und sonst was. Sie muss trotzdem den Tag gestalten. Ja. Und du lebst eigentlich auf der Straße, das soll sie mal nicht vergessen, ne? Das ist das. So, du musst Prioritäten setzen. Da kann man auch kurz diese Tage kurz machen, weißt du? Weißt du, was ich meine? Hm? Kann diese Tage erstmal chillen lassen, ne? Das ist das kleinste Problem eigentlich, aber... Ja, meine ich ja. Das ist die ja sind alle sauer, ne? Ich kann sie auch verstehen. Die Frau hier, auf einmal wird sie laut. Die Frau sagt auf einmal, wird sie laut. Sie sagt, warum bist du laut und so? Du redest nie und so. Ja. Sie sagt, ja, mir geht's nicht gut, sagt sie. Aber was sollen wir jetzt machen? Sollen wir sie jetzt auch noch... Auf der Straße. Ja. Was sollen wir jetzt machen? Das Hotel hier. Du kannst sie einfach denken, kannst sie einfach auf den Jus, jetzt sind alle runtergekommen, jetzt haben wir eine Lösung gefunden. Ja, du musst das nochmal erklären. Ja, wir erklären das auf jeden Fall. Jetzt geben wir auf jeden Fall das Geld, welches wir sie gesammelt haben, gehen wir jetzt holen. Okay, komm, dann lass mal schnell los. Okay. Pachani, komm mal rein. Ja, was? Ja. Pass auf, die Straße. Oh mein Gott, ey, was war das gerade? Ich dachte, ich bin in einer Dingens. Du bist auch richtig sauer, ne? Ich dachte, ich bin in einer Reality-Show oder so. Ey. Also was war jetzt?
Wie was war jetzt? Sie meinte, sie hat ihre Tage und ihr geht sich gut und sie kann nicht mitkommen. Hat sie ja gesagt, als wir losgehen wollten. Sie hat ihren Mund die ganze Zeit nicht aufgemacht und auf einmal wollen wir losgehen. Die warten auf diesen Agency, der uns jetzt Wohnungen zeigen müsste, so, weißt du? Dann auf einmal kriegt sie ihren Mund auf. Auf einmal kriegt sie ihren Mund auf und wird auf einmal frech und sagt, ja, sie kann nicht. Mir ist schlecht, sagt sie auf einmal. Ich kann nicht mitkommen. Und also ist sie davon ausgegangen, dass wir nochmal ein Hotel dafür sind? Ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht will sie das Geld. Die anderen meinten vielleicht, wartet sie nur, dass man ihr das Geld gibt. Checkst du? Das kriegt ja der Typ dann und macht das für sie, oder? Ja, genau. Das drücken wir ihnen dann alles in die Hand. Und dann soll er das mit ihr zusammen abmachen, weißt du? In die Hand, weil anscheinend ist sie ja darauf geldgeil oder so, ja. Weil die anderen meinten so, ja, sie will nur das Geld von dir oder so. Aber voll krass, dass sie auf einmal voll frech wird und laut wird, weil sie redet die ganze Zeit nicht. Ja, komm, lass mir jetzt das Geld jetzt holen, was wir jetzt eingesammelt haben für die beiden. Der Kleine tut mir voll leid, ne, das, guck mal, jetzt gerade, wir haben den Kleinen gerade vergessen bei so einer Situation, weißt du? Ja, aber wenn man so eine Mutter hat, sorry, irgendwann kann man auch nichts mehr machen. Was soll man machen, wenn du nicht redest und dann wirst du auf einmal laut und so? Auf einmal frech, die anderen drehen durch, sagen auch alle so, was ist los mit dir und so? Wir haben jetzt extra jemanden eigentlich organisiert. Eigentlich, wenn wir richtig eklige Menschen wären, würden wir jetzt einfach lassen und würden gehen. Ja, nee, aber nee, doch, können wir nicht wenn machen. Wenn wir eklige Menschen wären. Ja, machen wir nicht. Das ist unnötig, macht keinen Sinn sowas. Sie braucht ja Hilfe, sieht man ja. Ja, aber dann, es regt mich so auf gerade, ne? So, Leute, wir sind jetzt hier angekommen. Wir sind maximal sauer, ja. Ich hoffe, ihr versteht uns. Wir haben uns beide jetzt gerade sogar im Auto gestritten, weil Daisy meinte, das Geld, was wir gesammelt haben, ja, wir sammeln Gelder von Leuten, die was Gutes tun möchten, ja. Und sie sagt gerade, sie hat Angst, dass sie das Geld diese Frau jetzt gibt. Ja, und weil wir nicht wissen, was sie damit macht. Genau, und dass die Frau das verballert. Dann meinte Daisy, für sie wäre das also am sichersten, wenn wir das diesen Agency geben, diesen Ermittler. Da meint ich zu Daisy, nein, das können wir nicht machen. Wir haben ihn heute erst kennengelernt. Ne? Wir mussten gerade seine Taxikosten übernehmen. Das hat 20 Cedis gekostet und dann habe ich ihm noch 10 gegeben. Das hat er angenommen. Das heißt, er ist auch hungrig unterwegs. Deswegen können wir ihm das nicht geben. Bestes Gefühl ist einfach, wenn wir das diese Frau geben. Ja, ja. Dann soll sie weg auch da. Sie soll dann weg. Ja, ich habe keine Ahnung, was sie macht. Jedenfalls, Leute, ihr habt es gesehen. Wir wollten los, wir wollten mit ihr mäßig Wohnungsbesichtigung machen und auf einmal sagt sie, sie kam nicht mit. Das regt mich so auf und ich könnte mich da so reinsteigern. Auf einmal sagt sie, Leute, sie macht uns einen Strich durch die Rechnung. Wir sind gerade motiviert gewesen, wir dachten, oh, jetzt können wir euch noch so viele Wohnungen zeigen. Irgendwie vielleicht, ob das ranzig aussieht oder nicht, ob die da überleben können oder nicht. Jedenfalls hat sie uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir sind jetzt gerade hier, wir sind stinksauer, weil wir wollen ihnen helfen und der Kleine tut uns unendlich leid, dass er so eine Mutter hat. Ja. Und ja, Giga, wir holen jetzt das Geld, geben denen das und dann ist das Ding auch durch. Dann ja, war es das heute. Da werden wir nicht mehr da hingehen müssen. Papa. Wir haben sogar heute noch aus unserer eigenen Tasche 600. Ja, auch noch fürs Hotel. Wir haben eigentlich mit der Frau nur Probleme. Ja? Nur Minus gemacht. Das ist ja nicht schlimm. Wir wollen ja helfen. Ne? Aber warte mal, hier haben wir den Bon. So, ich kann euch erstmal zeigen, Leute. Wir haben bis jetzt immer gezahlt für die Frau. Guck mal, das mussten wir jetzt nachzahlen. Das ist jetzt 600, was wir, guck mal, 60, 100, was weiß ich, CDs. 600. Ja, 600, keine Ahnung. So, da steht da drauf. Ja. Ne, haben wir heute bezahlt. Hier ist, heute ist der 30.11.2022. Was anderes können wir echt nicht machen. Wir wollen ihr helfen, aber Leute, ihr habt es ja selber beobachtet. Ja, und die anderen Frauen gehen davon aus, dass sie nur irgendwie die ganze Zeit das auf Geld Hand, genau, Handgeld gewartet hat. Und ich meine, guck mal, wenn du im Not bist, aber wenn du im Not bist, ne, ist egal, ob du deine Tage hast oder nicht. Natürlich. Oder also Leute, ich kann und sogar... Und du wirst nicht sterben durch deine Unterleibschmerzen, sorry. Natürlich, ja, wenn ich meine Auto, Tage, habe ich auch Auto, Unterleibschmerzen. Wir sind mit Auto unterwegs, wir meinten nicht irgendwie, keiner dass wir zu Fuß gehen. So. Aber egal, Leute, wir können uns die ganze Zeit drüber aufreden, es bringt uns nicht weiter. Ja. Wie gesagt, heute ist das Thema Mutter und Sohn im Not durch. Der Kleine tut mir wirklich leid, ich hatte noch sehr, sehr viel vor. Wir hatten noch sehr, sehr viel vor mit ihm. Wir wollten mit ihm Klamotten kaufen gehen. Auch aus unserer Tasche, wir wollten mit ihm Haare schneiden gehen, so vieles noch machen. Ja, das verfällt leider. Jetzt, wie gesagt, holen wir das Geld, packen wir das ein und geben wir das. Soll sie tun, machen, was sie möchte. Danke trotzdem an die gespendet haben. Und dann tut es uns leid, aber dann ist es für uns, ist es ab heute vorbei, das Thema. Ja. Bis heute, also bis jetzt fühle ich mich auch irgendwie voll verarscht. Ja, natürlich, jetzt sowieso. Vorher schon, jetzt sowieso. So Leute, also wir holen jetzt das Geld. Das Geld muss man hier irgendwo abheben. Ja, in so einer Station. Station abheben. Ja,
Und ja, dann wird das Geld übergeben. Und dann seht ihr das gleich. Und dann ist das Ding auch durch. Das ist eine Frechheit, Leute, ehrlich. Ja. Ja. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg dahin. Wir sind jetzt gleich da, Leute. Das Geld wurde abgehoben. Jetzt geben wir ihr das Geld. Geben ihr einfach alles in die Hand und dann soll sie gucken. Die einen oder anderen werden sagen, nein, macht das nicht, aber ihr habt das für sie gespendet. Ihr habt es von Herzen für sie gespendet und deshalb soll sie genau, das bekommen. Genau, das war insgesamt, ihr könnt ja selber eingeben, das war insgesamt 700 Euro, ne? Nee, nicht ganz, 668, weil PayPal noch Gebühren hat. Genau. Das ist sehr, 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 sehr viel Geld. Also danke von uns an euch, eigentlich von ihr ausgerichtet. Wir hoffen, dass sie sich gleich vielleicht auch noch mal bedankt dafür. Also, ich hoffe, dass sie sich bedankt, ne, weil ja. Ihr habt mäßig mit ihr Leben verändert. Sie kann sich, also, sie kann sich damit was aufbauen, sie kann sich damit Sachen holen, kann auch sich auf der Straße Sachen verkaufen. Sie kann damit eine Wohnung voraussichtlich zahlen, wo sie leben kann mit ihrem Sohn. Sie muss halt jetzt gucken, was das Schlauste ist. Genau, weil jetzt, wie gesagt, wir sind raus aus der Sache, wir können das nicht die ganze Zeit machen. Ich habe auch zu der Frau gesagt im Hotel, wir sind raus und der Typ, die sollen sich jetzt alle connecten, aber nicht mit uns mehr. Wir sind raus. Ich meinte zu dem Typen, der Ermittler ist, mach das mit ihr aus. Ja. Ich habe keine Energie mehr. Ja. Sie hat uns das Letzte gegeben, wo sie jetzt gerade meinte, sie hat. Also, wenn du deine Tage hast, Leute, ist egal. Wir wollen jetzt nicht wieder die Sache. Sonst steigern wir uns wieder nur rein. Und danke an jede einzelne von euch, der gespendet hat. Da wisst ihr, dass man mit 600 Euro auch sehr, sehr viel machen kann, Leute. Ja? Ja. Umgerechnet. Da braucht man nicht 50.000 Euro oder 40.000, 20.000. Ja. Ihr seht, ja, wir haben nur 600 für die Frau gesammelt, weil sie auf der Straße war. Und das hilft ihr schon sehr. Genau, wir fahren jetzt hin und dann seht ihr, wie ihr das Geld dann übergeben wird. So, der kleine Chilter. Ben guckt jetzt gerade Fußball kurz. Ja, der kleine tut mir so leid, ne, was das für eine Mutter hat. Ja, tut mir auch sehr leid. Ich finde, man muss erst mal sagen, woher das Geld kommt, oder? Ich komme von Germany. Ich würde sagen, thank you, like, so my boy, no, when yes come. Weißt du? So, thank you, Keke, that's it. Yeah, Germany, English. Kannst du übersetzen, sie meinte Dankeschön. Ja, sie meinte Danke, Gott segnet euch. Genau. Und ja, ich gebe ihr dann das Geld. Kann sie ja dann machen, was sie möchte. Ja, so, it's for you. Was ich nehmen möchte. Und, eine ist jetzt hier Ben seine Orange und wirft das, was er ausgelutscht hat, sozusagen auf die Straße. Er holt jetzt den ganzen Saft da raus. Guck mal. Ja, da hat mich gefreut. Okay, sag mal auch mal, ciao, gib mal schön. Ich hoffe, ihr macht was Sinnvolles und was Gutes mit dem Geld. Deine Mutter tut dir was Gutes. Tschüss, Großer. Ich schwöre, ich bin echt emotional richtig mitgenommen. Der kleine Knopf, der tut mir so leid. Ja. Nicht auf die Straße werfen. Das hat er gemacht. Oh nein. Ja, geil, lass mal jetzt echt los. Ich habe jetzt auch keine Energie mehr. Im Leben ist es meistens auch so. Egal wie traurig das ist, man muss loslassen. Wir haben alles getan. Alles, was in unserer Macht liegt, haben wir getan. Was für mich noch am besten wäre, ist, wenn wir eine Wohnungsversicherung hätten, weißt du? Ja. Da hätte ich noch ein besseres Gefühl auf den, die haben Platz im Leben, aber sie gibt uns ja diese Chance auch gar nicht. Das ist halt das Ding, du oder wir wollten das, aber sie möchte das nicht so. Genau. Die haben es jetzt mitbekommen, hinter der Kamera, vor der Kamera, die haben es alle mitbekommen. Wir wollten das, die will das nicht, wir haben ihr das Geld jetzt gegeben. Und ja, sie muss jetzt gucken, ne? Das ist das, Leute. Guck mal, an der Stelle, und hey, der Sohn schon auf der Straße. Hey. Ja. An der Stelle, Leute. Ich hoffe wirklich, dass sie das, also das mit dem Geld was Gutes macht. Sie hat sich bedankt auch. Ja. Und wie gesagt, es geht weiter. Jetzt ist Mauli seine Zähne dran. Ich hoffe, dass sie das auch schnell in Angriff nehmen. Und, dann haben wir auf jeden Fall zwei sehr gute Taten hier getan. Genau. Und haben jetzt noch unsere Zeit. Ich finde, das Gefühl, was ich jetzt habe, muss ich wirklich sagen, ist noch nicht so richtig. Ist gemischt, ein Gefühl. Ne? Ja. Wir haben denen zwar mit Geld geholfen, aber wir wissen jetzt immer noch nicht so. Die Leute meinten so, ja, gib ihr das Geld nicht, ihr müsst alles organisieren, aber wir wollen ja alles organisieren, aber uns gibt es ja nicht die Chance, das auch zu organisieren. Deswegen an der Stelle, Leute, ist es wirklich sehr, sehr traurig. Ja. Aber es ist leider, unsere Reise zusammen hat leider heute ein Ende. Und sie muss jetzt weiter gucken, wie sie weiterkommt, ne? Oder vorankommt, besser gesagt.